Ey Leute, was geht? Und ja, ich befinde mich jetzt hier auf Vigor und zwar in meiner eigenen kleinen Base. Und ich habe die letzten Tage ein bisschen gespielt, habe ordentlich was an Kisten gesammelt. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal so ein kleines Pack-Opening und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar, ja, fangen wir mit der besonderen Kiste an. Ja, komm, wir fangen mit der besonderen Kiste an. Ja, gedrückt halten. Bup. Was haben wir drin? SVD Blaupause. Sattes Pink ist ein Waffenskin, ist in Ordnung. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, ich habe die letzten Tage gespielt und ich habe einiges an Kisten gekriegt. Also erspielt, erfarmt. Und ja, wir werden sie jetzt alle einfach mal aufmachen. Ihr könnt ja von mir aus ruhig mal an der Stelle mal schon mal ein Däumchen nach oben da lassen und eventuell auch ein Abo da lassen, falls euch dieses Format an sich so gefällt. Damit wir einfach ein bisschen mehr davon machen können. Also, wenn ich genug Kiste habe, ne? Okay, was haben wir hier? Gasmaskentasche, Dunkelbraun, Elektronik und tragbarer Signaldetektor. Okay. Machen wir die nächste Kiste auf. Komm schon. Okay, okay. Da haben wir die AUR Para in drei Stück und zwei Waffentarnung. Finde ich gut. So, haben wir noch eine davon. Mach sie auf. Was ist da drin? Komponenten. Ein Gold, Glas, 500 Stück und ein Anorak in Beige. Okay. Ich glaube, die Waffenkiste machen wir einfach als letztes auf. Ja, ich glaube, die Waffenkiste machen wir als letztes auf, ne? Also, Rohstoffkiste. Was haben wir hier? Ja. Nächste Kiste auf. Na komm, gib mir was Gutes. Sind halt eigentlich nur überwiegend Rohstoffe drin. Von daher ist das gut. Ist das in Ordnung für mich? Ja, und dann haben wir jetzt Nägel, Treibstoff und Dings drin, ne? Oder. Jawohl. Geil, man kriegt hier keine doppelten Sachen. Finde ich gut. Das finde ich doch super. So, fangen wir mal, machen wir einfach mal weiter mit den gewöhnlichen Kisten hier. Mach sie auf. Was ist drin? SKS dreimal. Das finde ich doch super. Bisschen Nahrung, bisschen Materialien. So, das hier. Oh, für die Magnum. 120 Schuss. Finde ich gut. Nächste Kiste, kommt schon. Bisschen Jod für Grease Gun eine Blaupause, das finde ich gut. Die Waffe mag ich. So, mach mal auf. Mach sie auf die Kiste. Parabellum und Auerhaber T-Komponenten. Finde ich auch super. So, ungewöhnliche Kiste. Na komm, gönnen wir aber gleich ein paar Waffen hier. Ledertasche, braun und gelb, Glas und Jod, okay. Ja, es gibt noch Schrotflinte. Ja, also Waffen kriege ich hier jetzt nicht mehr raus. Na los. Mörserschlag einmal, dreimal Jod, das finde ich auch gut. Und dann würden wir jetzt einfach nochmal die 180 Patronen für die Schrotflinte kriegen. Na komm schon. Siehst du wohl. Und Alarmfalle Blaupause. Siehst du, haben wir das auch. Was gibt's als nächstes da? Ja, ist in Ordnung. So, blaue Kisten. Na komm schon. Ein Fedora in Grau. Nice. Na los, komm schon. Okay. Nahkampfwaffe und zwei Waffenskins. Oh, bitte lass die Waffe drinnen sein. Bitte lass jetzt die Waffe drinnen sein. Komm schon. Nein, ich krieg nur die Waffenskins. Und ein Bandana in Tarnfarben. Ja. So, dann haben wir jetzt noch die Waffenkisten, ne? Ja.
Das eine Ding davon gefällt mir nicht, weil da ist keine Waffe mit bei. Komm schon. PPSH, finde ich gut. Halt Munition dafür und ein bisschen Komponente. So, nächste Kiste. Beluga, Karabiner, also 30er Karabinerschuss und KS. Oh, KS-Komponenten. Nice. So, was haben wir hier? Ja, sag ich auf jeden Fall nicht nein zu. So, nächste Kiste. Kommt schon. Du mir den gefallen. Blaue Munition. Noch eine Luger. Ja. So, und letzte Kiste, die wir haben. Also die ich im Moment habe. Kommt schon. Eine Grease Gun. ZAM-72 Komponenten und 9x18 Makarov 50 Schuss. Finde ich gut. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall Abo da. Und ja, also für mehr auf jeden Fall. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Gehabt euch wohl. Ciao. Mit V.